Silves ist eine historische Stadt in der Algarve. Sie liegt circa eine halbe Autostunde von Albufeira entfernt im Hinterland. Die Burg von Silves, Castelo de Silves, ist eines der bekanntesten Wahrzeichen der Stadt und eine der am besten erhaltenen maurischen Burgen in Portugal. Wir sind heute in Silves im Hinterland und gucken uns diesen kleinen Ort an, der berühmt ist für seine große Burg von den Mauren aus dem 12. Jahrhundert. Katzenhaus 2.0. Dritter Arthur und dritter Erik. Endlich ist jemand größer als er. Schnabeln. So, als nächstes machen wir eine kleine Wanderung. Sitio da Fontes. Wir haben hier eine Mandel gefunden, haben wir geknackt. Nele will die jetzt probieren. Okay. Wenn sie umfällt, müssen sie ins Krankenhaus fahren. Erik hat nämlich wie so ein Neandertaler zwischen zwei Steinen geöffnet. Das ist eine sehr vertrocknete Mandel. Ach so. Yeah. Der Nele-Test ist bestanden. Was ist denn die Zirpe? Kann man die sehen? Die kann man nicht sehen. Irgendwie. Zirp mal. Okay. Yeah. Kniebeuge erstmal. Ja. Wow. Hoch und hoch. 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 Oh. Ist das ein Chamäleon?
Das sind Fische. Fliegen da irgendwie so im Kreis. Die schwimmen da so im Kreis irgendwie. Sich. Wir haben uns jetzt hier an so einem Quadratgelände vorbeigeführt. Das wäre der Weg. Schau hier mal. Und ja, wir haben ein Grundstück gelaufen. Wir haben es geschafft. Zurück in der Zivilisation. Nela hatte doch recht. Und beim nächsten Mal sehen Sie. Steigt in einen Zoo ein. Oh, Nela hat sich ihren Schirm mitgebracht. Und ich fliege jetzt mit der Drohne. So, wir sind jetzt auf dem Weg zum. Ja. Und hier soll es angeblich Feigen geben. Und? Ja. Aber lecker. Ja. Und noch mal eine Reife. Ja. Mmh, Schlecki, Schlecki, Schlecki. Welcome to Jurassic Park.